Electriv.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Die Charging-Welt kommt in Berlin zusammen und da darf natürlich auch die Firma Alpitronic nicht fehlen. Bei mir ist jetzt Philipp Senona, der CEO von Alpitronic. Ihr habt ja, würde ich sagen, mit euren Hyperchargern, einer steht im Hintergrund, zusammen mit den Superchargern von Tesla quasi den Goldstandard, könnte man so sagen, definiert. Was macht den Erfolg aus, den ihr mit eurem Produkt habt? Ja, ich glaube, den Erfolg macht bei uns die Zuverlässigkeit aus, die Lieferfähigkeit natürlich. Und auch die Technik, die hinter den Chargern steckt, insbesondere die Leistungselektronik. Ihr macht ja sehr viel in-house, viel entwickelt, große Wertschöpfung in Bozen aufgebaut. Ist das auch so ein Erfolg, sagen wir, der kurzen Lieferketten und des großen Know-hows, was man sich da geschaffen hat? Ganz bestimmt. Und das hat uns auch sehr geholfen während der Zeit, wo halt die Bauteile knapp waren. Wir konnten selbst Dinge ändern, hatten alles selbst in der Hand. Und das hilft uns auch natürlich beim Verhandeln mit unseren Lieferanten und beim Aussuchen der Komponenten. Da sind wir sehr frei, weil wir alles intern entwickeln. Bei welcher Produktionsrate, wenn man das so öffentlich sagen darf, liegt denn Alpitronic im Moment? Ich habe zuletzt mal gelesen von 40, 50 Hyperchargern am Tag, aber das ist wahrscheinlich schon eine etwas veraltete Zahl. Wie viel purzelt denn pro Tag vom Band inzwischen? Ich würde sagen etwas mehr als 5, also pro Tag etwas mehr als 100. Ich wollte jetzt die Wochenzahl sagen, das wäre dann etwas mehr als 500 die Woche. Im Mix natürlich, wir haben ja verschiedene Produkte. Und wie steht es dann um die Lieferzeit? Also wenn ich heute bestelle, hängt wahrscheinlich ein bisschen vom Volumen ab, aber wann kommt dann der Transport bei mir an und ich kann installieren? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil unsere größeren Kunden, mit denen vereinbaren wir Jahresmengen und die können dann abrufen mit 12 bis 16 Wochen Lieferzeit. Wenn jetzt eine einzelne Ladesäule zu liefern wäre, dann wird es etwas schwieriger, da dauert es dann länger. Aber das machen unsere Distributoren, deswegen haben wir in allen Ländern unsere Distributoren, die nehmen uns die einzelnen Kunden ab, also Kunden, die nur einzelne Geräte bestellen und dann können die auch schnell liefern. Die, ich sag mal, Sichtbarkeit der Hypercharger hängt ja schon in Deutschland sehr stark auch am Hypernetz-Rollout der NBW. Wie wichtig ist dieser ja sehr große Kunde für Alpitronic? Also die NBW ist unser, wie würde man das heißen, Startkunde, mit dem sind wir gestartet. Wir haben Seligweiler gemeinsam gemacht. Das war so der erste Ladepark, der jetzt nicht Ionity oder Tesla war in Deutschland. Da wurde Pionierarbeit geleistet und ich glaube, das hat uns sehr geholfen, auch sichtbar zu werden, insbesondere in Deutschland. Du hast es gesagt, inzwischen bestellen auch die anderen, selbst die Autohersteller, Porsche habe ich gesehen, Ionity ja auch. Der Hypercharger 400 ist auf dem Markt. Ist das auch so die nächste große Welle, auf die ihr zielt, auch Stichwort Deutschlandnetz? Ganz bestimmt ist das Deutschlandnetz eine wichtige Säule der Zukunft, aber ich denke auch insbesondere die 400 kW mit der neuen Technologie. Wir haben dort eine neue Leistungselektronik integriert auf Silizium-Carbid-Basis, erreichen dort mehr als 97% Wirkungsgrad, das heißt, wir halbieren die Verluste, die Ladesäule wird leiser, wir haben weniger Wärmeverluste, kriegen mehr Leistungsdichte rein und dahin wird auch unsere Zukunft gehen, also immer noch mehr Leistungsdichte hinzubekommen. Und wie kommt das im Markt an? Also kann man davon ausgehen, dass auch, ich sag mal, Standorte, die jetzt vielleicht mit 150, 350 bedient wurden, dann irgendwann auf die 400 gehen? Können wir nachrüsten oder muss man neu bestellen? Also man kann aus einem 300er keinen, also nicht so einfach einen 400er machen, es ginge theoretisch, aber ich denke, was neu zugebaut wird, wird mit 400 zugebaut oder mit der neuen Technologie, ist auch weiterhin modular. In 50 kW Schritten können wir die Leistung verteilen und in 100 kW Schritten nachrüsten oder dazurüsten. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwas abgebaut wird, was jetzt 150 kW hat, um 400 oder 200 hinzubauen. Dafür ist die Zeit noch nicht reif. Das ist auch eine Frage des Standorts und des Netzanschlusses letztlich. Spannende Frage ist ja Internationalisierung. Vertrieb, hast du schon gesagt, Ländergesellschaften. Wie sieht es produktionsseitig aus? Ländergesellschaften eigentlich nicht. Also wir haben Vertriebspartner, Distributoren in den Ländern. Und ansonsten sind wir sehr zentral unterwegs aus Bozen. Dabei bleibt es auch. Dabei bleibt es. Wir gehen nach USA. Das ist ein ganz wichtiges Projekt für dieses Jahr. Hoffen dort dann am Ende dieses Jahres den ersten Charger zu produzieren und dann in den US-Markt zu bringen. An dem dann ein Tesla-Stecker hängt? Bestimmt auch, ja, genau. Ja. Das ist schon ein spannender Trend, der da gerade passiert in Nordamerika, oder? Wie bewertet ihr das? Ja, das ging erstmal sehr, sehr schnell. Also da ist
ich glaube, zuerst war es Ford und dann GM und dann kamen alle anderen. Alles ins Rollen, ja. Ja, ich glaube, es hängt weniger an einem Stecker, weil es wurde ja gesagt, die Ladeinfrastruktur in den USA ist sehr schlecht und sehr, wie sagt man denn, nicht zuverlässig. Aber ich glaube, es hängt nicht an einem Stecker. Ob es jetzt der eine oder der andere ist, ist kein großer Unterschied. Aber seid ihr denn zuversichtlich, an diesem Status gerade in Nordamerika auch mit dem Hypercharger vielleicht etwas verändern zu können? Also wie viel Potenzial hat dieser ja doch riesige Markt für euch? Ich sehe da sehr, sehr großes Potenzial. Ich vergleiche das mit Deutschland oder Europa in 2018. Also so ist die Situation in den USA gerade und ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um zu starten. Jetzt sehen wir ja auch in immer mehr Städten, wir sind ja hier am EUREV Campus auch in der Innenstadt, das HPC-Laden, könnte man sagen, der Hypercharger, aber auch andere Produkte verdrängen ein Stück weit das Thema AC-Laden aus den Städten, weil sich doch normal herausstellt, dass man zu irgendeiner Tankstelle oder zu irgendeinem Supermarkt einmal die Woche Schnellladen fährt? Insbesondere das Laden am Supermarkt, glaube ich, ist dann ein sehr, sehr, sehr gut funktionierender Use Case jetzt schon. Ich glaube, es wird eine Koexistenz geben zwischen AC-Laden und DC-Laden, aber ich sehe auch die Tendenz Richtung DC-Laden. Insbesondere jetzt mit unserem 50 kW-Lader, wo man mit der gleichen Anschlussleistung wie bei einem AC-Lader, 2x22 kW, schafft man sehr kompakt eine Ladesituation, wo man mit 50 kW laden kann. Sowas kann schon zu einem Durchbruch auch des innerstädtischen Schnellladens führen. Auf welche Kundengruppe zielt er mit den 50 kW? Das sind die Kunden, wo man einen Aufenthalt hat von zwischen 1 und 3 Stunden, würde ich sagen. Weil man kann die 50 kW auch teilen auf 2x25 und das ist der Use Case. Wo wir schon bei den großen Trends sind, welche siehst du sozusagen am Markt für Ladeinfrastruktur jetzt generell in der Welt? Du sagst Nordamerika natürlich als Zielgruppen oder als Zielregion. Was seht ihr technisch in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen? Technisch sehen wir Fahrzeuge, die immer performanter laden können werden. Man hat es letzte Woche gesehen, also wurde diese Batterie vorgestellt von Kattel, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, die in 10 Minuten 400 Kilometer nachlädt. Da wird es hingehen. Die Speicher werden sehr bald in unseren Mittel- und Oberklasse-Fahrzeugen zu sehen sein. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns als Ladeinfrastrukturhersteller anpassen und gemeinsam mit der Fahrzeugindustrie passende Lösungen realisieren. Und das bedeutet, glaube ich, mehr Leistungsdichte, vielleicht auch nur im Peak und höhere Ladeleistung, um ein tolles Ladeerlebnis für den Kunden zu realisieren. Also der alte Dreiklang aus höher, schneller, weiter gilt auch für die Elektromobilität. Ja, ich würde sagen. Dann stehen ja die ganz großen letzten Endes auch in den Startlöchern. Dieses Thema ist wie relevant für Alpitronic? Sehr relevant. Wir sind auch mitten in der Entwicklung, stecken mitten in der Entwicklung eines Megawatt-Chargers. Der wird übrigens hier hinten auch vorgestellt. Es wird ein großer Markt werden, glaube ich. Und insbesondere wird es sehr, sehr schnell gehen, weil ein LKW auf der Langstrecke wird alle 5 Jahre neu oder wird getauscht. Es wird ein neues Fahrzeug gekauft. Und ich glaube, der Use Case geht sich auch für den Logistiker auf. Die Spritkosten oder die Tankkosten, Ladekosten werden sinken. Und dann vielleicht noch abschließend eine letzte Frage. Die Autobranche unkt ja oft, dass der Ladenetzausbau sozusagen ein bisschen hinterherhinkt und deshalb die Elektromobilität nicht so schnell vorankommt. Ist das nur eine Schutzbehauptung, weil man selbst nicht schnell genug mit den Fahrzeugen ist? Oder was würdest du den Automobilern antworten? Ich glaube, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, dass nichts los ist. Also es wird sehr, sehr viel getan und ich glaube nirgendwo mehr als in Deutschland aktuell. Deshalb glaube ich, da müssen beide daran arbeiten, dass die E-Mobilität weiterkommt und dass genug Fahrzeuge und genug Ladeinfrastruktur ins Feld kommen. An euch wird es wahrscheinlich nicht scheitern. Insofern Daumen gedrückt und weiter viel Erfolg für Alpitronic. Danke fürs Gespräch, Philipp. Dankeschön.